Da sind wirklich Skandalia. Größer als der Diamant ist die doppelte Glashauswand. Das Licht will durch das ganze All und ist lebendig im Kristall. Das Prisma ist doch groß, drum ist das Glas famos. Wer die Farbe flieht, nichts vom Weltall sieht. Das Glas bringt alles helle, verbau es auf der Stelle. Das Glas bringt uns die neue Zeit, Backsteinkultur tut uns nur leid. Der Abschied von diesem Glaspalast 1914 ist einer der im Scheerbartschen Sinne zwischen Tragik und Komik ein besonders tragikomischer. Während des Ersten Weltkriegs wurde das ganze Ausstellungsgelände von der Wehrmacht der Deutschen besetzt. Ein Pionierbataillon hat sich dort einquartiert, dann war es ein Lazarett. Und jetzt war es so, Bruno Taut, der junge Architekt, der hatte das konzipiert als ein Reklamepavillon für die deutsche Glasindustrie. Die deutsche Glasindustrie war zum Teil, fühlte sich geehrt von diesem Vorschlag, sich dort präsentieren zu dürfen, hat aber das ganze Risiko an den jungen Architekten Bruno Taut abgewälzt. Der hat das auf eigene Kosten gebaut und ist dummerweise die Verpflichtung eingegangen, das auch nachher wieder abzumontieren. So, jetzt war Krieg, die Ausstellung war zu Ende und ein Sponsor, ein Mäzen, Osthaus in Köln, wollte Scheerbart aus der Patsche helfen und hat den kuriosen Vorschlag gehabt, dass man dem Pionierbataillon auf diesem Ausbildungsgelände den Auftrag gebe, das Glashaus als Zielübungshaus zu geben, um es richtig schön zersplittern zu lassen. Eigenartigerweise hat der Major, der das ausführen sollte, Skrupel bekommen und hat das abgelehnt. Das ist einer der schönsten Momente, die beweisen, dass die Glaskultur selbst den militaristischsten, hartherzigsten Menschen so viel Ehrfurcht abgewinnt, dass sie es nicht übers Herz bringen, so ein schönes Gebäude zu zerschießen. Es ging dann irgendwie noch geradeaus, es brach zusammen und nachher wurde das als Auktionsbühne verwendet. Die Geschichte des Glashauses ist mit der Demontage 1914 nicht beendet. Was ihr hier seht, ist ein Blick in den Liquid Sound Tempel der Toskana Therme in Bad Sulza. Dort wurde dieses Prinzip, dass man eine Kuppel baut und besondere Effekte erzielt, einfach mal auf ein Thermalbad übertragen. Und man kann sich dort unten hineinlegen und sich Scheerbartesk umspülen zu lassen, indem man dieses Mandala dort oben anschaut, das Bruno Taut gebaut hat. Kommt man eigentlich nicht umhin, sich wie durch eine Lupe kosmisch bestrahlen zu lassen, während man im Wasser von angenehmen Klängen umrauscht wird, wobei die Betonung auf rauscht liegt. Immer wieder gab es Versuche, dieses Glashaus nachzubauen. Die Architekten, für sie ist es Geschichte, aber es gibt viele, die eigentlich mal dieses Raumempfinden noch mal erleben wollen. Und deswegen gab es mal Ausstellungen und das Werkbundarchiv in Berlin hat ein wunderschönes Buch rausgegeben, Kristallisationen, Splitterungen. Dort hat man davon Modelle gesehen. Und jetzt kommt für die, die es glauben wollen, die beste Nachricht. Nur die große Heiterkeit wird siegen, tanzen und bauen. Auch ein Motto von Bruno Taut, dem, wir wollen es nicht vergessen, Erschöpfer der Onkel-Toms-Siedlung, Karl-Legien-Siedlung hier in Berlin. Diese Computersimulation ist ein besonders interessanter Vorschlag. Der kommt von Professor Jürgen Klaus, der sich speziell mit Solarenergie und solarer Architektur und solarer Ästhetik beschäftigt. Und er hat den Vorschlag gemacht, dass es in der Baukultur der Zukunft nicht darum geht, sämtliche Backsteindächer mit Solarpanelen flächendeckend zuzukleistern, sondern dass die solare Baukultur neue Bauformen und neue Baukörper und neue Bausprachen braucht. Und deswegen hat er den Vorschlag gemacht, dass man diesen Scheerbartschen, Tautschen Glaspalast von 1914 mit farbigen Solarpanelen nachbaut. Diese Zeichnung, hier ist sie zu sehen,
hat er in der Süddeutschen beschrieben und begründet. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, endlich hat einer mal den bestmöglichen Vorschlag zur Ehrenrettung der Scheerbartschen-Tautschen-Initiative ergriffen. Und jetzt ist es so, für alle, die nicht wissen, was sie am 25. Oktober dieses Jahres anfangen wollen, die sind herzlich eingeladen in einem Workshop in Auerstedt in Thüringen bei der Veranstaltung Solare Energie, Solare Kunst zu erleben, wie dieser tautsche, scheerbartsche Palast in Form eines Bambus-Leichtbauzeltes im Verhältnis 1:2 mit 4,25 Meter Höhe und 5,50 Meter Durchmesser als begehbares Modell wieder entsteht. Das war schon der zweite Werbeblock des Abends, also Scheerbart in der Literaturweinstube und der tautsche Palast wenig später in Auerstedt. Für diejenigen, die noch so viel Aufmerksamkeit haben, dass sie denken, wann kommt denn die Sache mit dem Perpetuum mobile? Jetzt die gute Nachricht, jetzt. 1867 hat der Physiker Robert Meyer schlüssig belegt, dass das Perpetuum mobile nicht machbar ist. Hier ist übrigens nochmal das große Palmenhaus in Dahlem. Nachts, wie es leuchtet und wie es Scheerbart dazu inspiriert hat, sagen mehr davon, aber dann bitte in bunt und in doppelter Glasbauweise. Das sind Bilder vom Bau 1907. Robert Meyer, der Physiker, weist nach, dass das Perpetuum mobile, der alte Menschheitstraum, physikalisch nicht machbar ist. Das wusste auch Paul Scheerbart. Er hat aber gesagt, was schert mich, Robert Meyer, ich erfinde jetzt mal das Perpetuum mobile. Und hat das auch gemacht. Er ist damit zum Patent gegangen, hat schöne Bücher dazu geschrieben. Und während wir hier noch amerikanische Illustrationen von einem Scheerbart-Buch sehen, was jetzt neulich erst in Amerika erschienen ist, Das graue Tuch und 10% weiß, das ist einer der absurdesten Romane, den die Weltgeschichte je gesehen hat. Also ein Buch mit diesem abstrusen Titel, das kann nur gut sein. Das graue Tuch und 10% weiß, ich kann es dreimal wiederholen, ist das beste Buch, wo gibt. Das Perpetuum mobile hat Scheerbart 1910 auch in einem Buch festgehalten, aber er hat vorher auch schon öffentliche Veranstaltungen gemacht, in dem er das Prinzip der geneigten Öffentlichkeit vorgestellt hat. Und hier ist ein zeitgenössischer Bericht, wie ein Scheerbartabend, in dem er das Perpetuum mobile vorgestellt hat, wie das so ablief. Also nach Vorbereitungen, die ungefähr eine halbe Stunde in Anspruch nahmen, also es ist wie hier, begann Scheerbart vor dem Publikum etwa folgendermaßen. Also jetzt berichtet derjenige, der dabei war, was Scheerbart gesagt hat. Scheerbart sagt: Es klingt total verrückt und es ist sicher ein Wagnis, vor solch illustrem Kreise über das Perpetuum mobile zu sprechen. Aber ich habe die Sache nun geschmissen und will sie meinen Zeitgenossen nicht länger vorenthalten. Das Geheimnis des Perpetuum mobile ist mir definitiv gelüftet. Wie gesagt, entschieden. Es ist bekannt, dass Paul Scheerbart seine Rede immer mit einer Zusammenfassung von wie gesagt entschieden unterbrochen hat, sich selbst, aber hat so zusammengezogen, dass er dann nur noch gehört wurde mit wie es entschieden. Das steht ja auch. Deswegen, wenn ich jetzt sage, wie es entschieden, dann steht das hier, weil Scheerbart das so gesagt hat. Hier habe ich zum Beispiel eine Zeichnung, die ich zunächst zirkulieren lassen muss, damit Sie einen plastischen Begriff von dem Rädergetriebe erhalten. Sie müssen sich das unbedingt genau ansehen. Ja, Sie sollten es sogar genau studieren, weil erst das volle Verständnis dieses Rädergetriebes Sie in die Lage versetzt, meine Idee genau zu erfassen. Aber die Idee ist gut. Wie es entschieden. Sie ist ganz ausgezeichnet. Wie es entschieden. Ich habe die Geschichte, die Sie hier als Zeichnung sehen, zu Hause natürlich mit richtigen Rädern aus alten Weckeruhren zusammengesetzt. Ach Gott, diese Weckeruhren habe ich in der Gipsstraße bei einem Alttrödler gekauft und wahrscheinlich überbezahlt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie schwer es war, die Biester auseinanderzunehmen. Und was war da für ein Dreck drin? Wie es entschieden. Meine arme Frau hat tagelang daran putzen müssen. Ja, also diese Räder passen natürlich nicht so genau in meine Idee hinein, aber wie gesagt, es hat ja keinen Sinn, Sie einzuweihen. Erst studieren Sie mal die Zeichnungen, damit Sie überhaupt wissen, wovon ich rede. Es ist das Ei des Kolumbus tatsächlich, wie es entschieden.
Scherbart gab dann die Zeichnung dem zunächst sitzenden Herrn, der sich sehr geehrt durch das Vertrauen Scherbarts ernstlich in die Zeichnung vertiefte. Es bildet sich eine Gruppe um den Herrn, die ebenfalls die Zeichnung eifrig betrachtet. Ein allgemeiner Aufstand streut alle Zuhörer durcheinander. Scherbart ruft laut in den Saal: Ich gehe mal inzwischen ein Bier trinken. Aber er vergaß zu sagen, wo er dieses Bier trinken wollte. Und das Publikum war dann mit dem Studium dieser Zeichnung alleingelassen. Er hat sehr, sehr detailliert, sehr liebevoll unglaublich viele dieser Zeichnungen gebaut. Und das Schöne ist, man kann sich dort wirklich präpsychedelisch hinein vertiefen. Und man kann es auch technisch versuchen. Und man kommt ums Verrecken nicht dahinter, wie das Ding funktionieren sollte. Das hat Scherbart auch nicht weiter gestört. Er hat grandiose Pläne damit gehabt. Er wollte riesige Zeichen in die Sahara damit ritzen. Das sollte dann vom Mars als Signal gesehen werden. Und wähnte sich schon sternhagelreich davon und hat wunderbar darüber geschrieben. Und dann hatte auch eine seiner Schriften dann so, abends war ich immer felsenfest von dem Funktionieren des P Tuo Mobile überzeugt. Morgens kam mir Rat C dann sehr verdächtig vor. Also es gibt so ein Lebensweise, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch in eurem Leben ein Rat C. Alles klappt eigentlich perpetuierlich mobil, aber irgendwo ist das Rad C, was so einen kleinen Widerhaken bildet. Es wird dann zunehmend komplizierter. Und ich meine, das aus alten Weckerschrottteilen zu bauen und zu hoffen, das wird einmal angeregt und läuft dann ad infinitum perpetuum mobile, war schon gut. Aber das ist eben das, was ihn ausgezeichnet hat. Er hat in Welt seiner präpsychedelisch entheovisionären Strukturen nie für sich behalten. Er hat quasi die Membran zwischen der Innenwelt und der gebauten Außenwelt als sehr porös verstanden und hat immer dafür gesorgt, dass da ein reger Verkehr war. Davon profitieren wir heute, davon profitiert das Glashaus von Bruno Taut und die ganzen Architekten der gläsernen Kette und davon profitieren insbesondere die Bewohner der Hufeisensiedlung in Britz, der Karl-Legier-Siedlung, Onkel Toms Hütte-Siedlung. Und es profitieren natürlich alle diejenigen, die entheovisionär an dem Thema arbeiten, wie kommt das, was sich mir als innerer Begriff oder inneres Bild entrollt, so in die gebaute Welt, dass man daraus Thermen baut, Solarhäuser, dass man an dem Prozess der Weltverschönerung aktiv Anteil nimmt, dass die Schönheit, die man entheovisionär im Inneren sieht, sich widerspiegelt in den funkelnden Kristallen einer strahlenden Erde. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn ihr noch Fragen habt, über Risiken und Nebenwirkungen der Scherbart-Literatur. Da ist eine Frage. Ja.